Wo war ich stehen geblieben? Richtig, ich wollte mal eben nach dem Sonnenstand gucken und hier den Eingangsbereich noch etwas vergrößern. Vorher nehme ich mir allerdings ganz dringend die Kohle hier mit. Kann ja jeder auch mal ganz gut gebrauchen. So, hier noch ein bisschen abhacken. Die Kohle dauert natürlich etwas länger abzubauen als normaler Stein. So. Ach, jetzt schreien natürlich schon viele. Ach, es wird langsam dunkel. Vorsicht, die Monster kommen. Nur die Ruhe, Leute, nur die Ruhe. Wir werden das schon schaffen. So, guck mal hier, das ist schön aus Stein. Ach, das kann hier noch weg, so. Wo ist denn die Sonne überhaupt? Oi, 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 oi. Okay. Naja. Dann werden wir mal sehen, dass wir langsam fertig werden. Eben alles eingesammelt. Und was uns natürlich noch fehlt, ist eine Tür. Die bauen wir uns aus 6 Holzbrettern. So, und ab dafür, komm. Es wird dunkel. Ja, schnell die Tür eingebaut. Das ist wichtig, dass man die von außen einbaut, denn man kann sie immer von einer Seite durchkämpfen. Das heißt, baue ich sie von außen hin, können mir Monster nichts tun. Ich aber hingegen kann von innen nach draußen die Monster bekämpfen. Denn manchmal stehen die tatsächlich so vor der Tür und vielleicht sehen wir das vielleicht nach einer sogar da. Und ja, dann können wir sie mit dem Schwert durch die Tür bearbeiten. Wichtig ist allerdings, dass man nicht die Tür selber trifft. Das ist klar, ne? Weil die könnte entweder dann aufgehen oder sogar zerstört werden. Und das wollen wir ja wirklich vermeiden. Gut, während es jetzt draußen schon sehr schön dunkel wird, ja, müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir die Zeit totschlagen. Denn so eine Nacht, die kann auch bisweilen ziemlich lange dauern. Ich rede jetzt auch am besten mal etwas langsamer, damit wir jetzt auch merken, dass wir unheimlich viel Zeit haben. Ich baue mir schon mal so ein Schwert aus Stein. Also ich bin jetzt schon langsam in die Steinzeit übergegangen. Kann jetzt auch einige Werkzeuge aus Stein herstellen. Das tue ich ehrlich gesagt die meiste Zeit immer noch. Also natürlich findet man auch Metall und man kann dann Metallwerkzeuge, Metallwaffen herstellen. Meistens bleibe ich aber doch irgendwie bei dem Steinwerkzeug, weil das habe ich so in rauen Massen in meiner eigentlichen Welt. Und ich brauche auch keine Angst haben, dass mir mal irgendwie die Ressourcen zur Neige gehen. Während man hingegen ja Eisen wirklich aufwendig suchen muss. Vielleicht haben wir ja das Glück, wir finden hier sogar noch was. Ich buddel nämlich jetzt einfach mal. Bin ja hier sicher in meiner Höhle, meinem Unterschlupf. Da buddel ich jetzt einfach mal hier so einen Tunnel rein. Einfach erstens, um die Zeit totzuschlagen, zweitens, um die Ressourcen einzusammeln und drittens vielleicht, um was Interessantes zu entdecken. Vielleicht treffen wir ja auf irgendeine Höhle oder auf schöne Ressourcen. Ist natürlich so, immer eben rausgucken. Ich sehe noch überhaupt nichts. Also sind noch überhaupt keine Monster in Sicht. Das ist natürlich jetzt die absolute Enttäuschung. Ja, von oben kann auch nichts kommen, Gott sei Dank. Also, das ist tatsächlich so friedlich und harmlos, das jetzt im Moment noch aussieht, während ich jetzt hier noch so einen Tunnel buddel. So erschreckend kann das Spiel manchmal sein. Also es ist wirklich unglaublich. Irgendwer hat mal gesagt, man hat so viel Angst, weil es eigentlich gar nicht beängstigend ist. Ja, dass die Monster und so, die sind jetzt auch alle jetzt nicht so brutal und blutrünstig, wie man das aus anderen Computerspielen vielleicht kennt oder aus irgendwelchen Actionfilmen. Das ist alles sehr nett eigentlich, aber dennoch erschreckt man sich doch häufig absolut zu Tode. Gerade bei solchen Aktionen, die ich hier so gerade mache, ich baue jetzt hier so einen Tunnel in aller Seelenruhe und denke an nichts Böses. Ja, und denke auch, ich bin jetzt sicher, aber wer weiß, ne? Also es gibt oft Situationen, da wird man plötzlich erschreckt von, da dreht man sich um, da steht da ein Creeper vor einem oder sonst was. Es ist wirklich furchtbar. Und ja, deshalb habe ich gerade mal hier so ein. Ist mir gerade die Hacke ausgegangen und ich kann das jetzt noch mal eben zeigen, was passiert, wenn man hier so eine Ressource mit der Hand abhackt. Das dauert natürlich erstmal viel länger und plupp, ja, alles ist verschwunden. Man kann die gar nicht aufsammeln, denn
das verschwindet. Man hat einfach nicht das richtige Werkzeug benutzt. Und kann dann dementsprechend auch, man hat dann auch praktisch Ressourcen zerstört, ja, statt sie abzubauen. Das ist jetzt im Falle von Stein immer noch keine Monster. Also, ja gut, im Falle von Stein ist das alles jetzt nicht so tragisch, weil es das wirklich an allen Ecken und Enden gibt. Ich gucke hier gerade mal eben nach. Ich habe sogar auf Hard gestellt. Also müssten eigentlich viele Monster erscheinen. Gut, warten wir einfach mal ab. Nehmen uns eine neue Hacke. Was wollte ich sagen? Ja, also bei Steinen ist das jetzt nicht so schlimm, wenn man die mal mit dem falschen Werkzeug abbaut und die dann einfach verschwinden. Ja, aber wenn man tiefer gräbt, gerät man auch an kostbare Ressourcen, also wirklich nicht nur Gold, was im Grunde im Spiel gar keine große Bedeutung hat, sondern auch Redstone, mit dem sich elektronische Kreisläufe herstellen lassen. Also es ist kein Witz, es geht wirklich. Es gibt da Leute, die bauen da kolossale Schaltungen mit, die man wie so als Otto-Normal-Physiker überhaupt nicht begreifen kann. Das ist möglich in Minecraft. Man findet auch Diamant, ebenfalls sehr kostbar, sehr selten und auch nur sehr tief im Erdreich zu finden. Aus Diamant lassen sich natürlich ganz hochwertige Werkzeuge die herstellen, die so fast eigentlich gar nicht kaputt gehen. Und da kann man sich vorstellen, wenn ich dann nämlich nur so eine normale Steinhacke nehme, um Diamant abzubauen, und mich unheimlich freue, dass ich endlich mal Diamant gefunden habe, ja, dann gucke ich hinterher natürlich total doof, weil Steinhacken nicht dafür gemacht sind. Man muss mindestens Metallhacken nehmen, um Diamant abzubauen. Ja, so nur als Beispiel, wie frustrierend das dann sein kann, wenn man sich halt einfach ein bisschen zu unüberlegt verhält. Ja, hier nichts Interessantes zu sehen in dieser Höhle. Keine Ressourcen bislang. Also ich bin ein bisschen. Ist jetzt natürlich nicht so optimal, sag ich mal. Hätte ich mir natürlich jetzt mal gewünscht, dass wir jetzt hier mal direkt ein bisschen Metall finden. Ich kann ja mal auch ein bisschen tiefer graben, obwohl das jetzt nicht mehr viel bringt, denn ich sehe schon, dass meine. Ja. Apropos sehen, ich sehe schon, dass meine Hacke jetzt auch gleich den Geist aufgibt. Und mit der Hand, wie gesagt, macht das nicht so viel Spaß. Ach, das war's. Alles noch eingesammelt, zurückgelaufen. Ach, guck mal, so einen langen Gang haben wir schon gebaut. Ich gucke auch nochmal nach draußen. Es ist immer noch stockfinstere Nacht. Und ich sehe immer noch überhaupt keine Bewegung draußen. Also es juckt mich natürlich jetzt wirklich in den Fingern, das zu tun, was natürlich der absolute. Ah! Oh, das war nur ein Schwein. Okay. Also, ich möchte schon das tun, was jetzt natürlich jeder Minecraft-Einsteiger, der hier so rumzittert in seiner ersten Nacht, niemals tun würde. Ich renne jetzt einfach mal natürlich mit dem Schwert in der Hand hinaus. Erstmal ein vorsichtiger Blick nach oben. Ob da nicht oben auf dem Hügel was runterspringen kann, wie gerade das Schwein. Es scheint die Luft rein zu sein. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mich trauen soll. Also ich weiß es nicht. Ich glaube. Ja, ich renne einfach mal los und guck, was passiert. Das ist doch klar. Hey, hoppla, hallo. Da hat mich ein Skelettbogenschütze beschossen. Da ist er. Ich hau dich, du. So, da haben wir ihn. Ja, der steht jetzt direkt vor der Tür. Das sind Viecher. Ich finde, das sind die gefährlichsten Biester, weil die mit ihren Bogen wirklich extrem heftig und genau schießen können. Zack, das war's mit ihm. So, Monster droppen, das ist das Schöne. Alle Viecher, die droppen, wenn man sie erschlägt, die droppen irgendwelche wertvollen Sachen. Hier in dem Fall, das Skelett hat uns zwei Knochen geliefert. Das sind Knochen. Ja, mache ich direkt mal. Da lässt sich Knochenmehl herstellen. Das Knochenmehl kann man wiederum benutzen, um beispielsweise Wolle zu färben oder Pflanzen zu düngen, damit diese schneller wachsen. Klar? Okay, so geht das.
Gut, draußen wird's hell. Da sieht man, oh ja, da sieht man jetzt sehr deutlich. Am Horizont erkenne ich auch, glaube ich, jetzt einige Bewegungen. Ich denke mal, da draußen werden noch mehr Viecher rumkeuchen. Die Zeit, die mir jetzt noch bleibt bis zum Tag, bis alles wieder relativ friedlich ist draußen, nutze ich jetzt einfach mal, um noch so ein paar praktische Werkzeuge herzustellen. Inzwischen habe ich ja genügend Steine abgebaut. Also ist eine Steinhacke jetzt mal an vorderster Front hier. Eine Schaufel ist auch ganz praktisch. Damit lässt sich natürlich erdreich, auch Sand und Geröll, was es alles noch so gibt, super abbauen. Hier noch die letzten Fackeln. So, brauche ich denn jetzt überhaupt noch was? Nö, ist auch jetzt nicht.